Hallo und herzlich willkommen zum 25. Spieltag, der am 13. bis 15. März 2015 stattfinden wird. Wir haben wieder 4:15 die Kader abgedatet und das Orakel orakelisieren lassen. Schauen wir aber nochmal auf den Vergleich des 24. Spieltags. Rechts seht ihr Orakelergebnisse und links die echten Ergebnisse. Und ich bin sehr erstaunt. Augsburg hat Orakel gesagt, soll 1-0 gegen Leverkusen, gegen Wolfsburg, Entschuldigung, gewinnen. Ihr wart da auch ein bisschen skeptisch, aber es ist wirklich so geworden. Und auch Stuttgart gegen Hertha 0-0. Dass die Santo für Bremen treffen soll, zweimal, sagt das Orakel, nur einmal, aber dafür mit einem Traumtor für Bremen gegen Freiburg 0-1 gewonnen. Schauen wir mal auf den 25. Spieltag. Diese Spiele wird es am kommenden Wochenende geben. Und zwar am Freitagabend Leverkusen gegen Stuttgart. Samstagspiele, Hertha empfängt Schalke. Das Live-Spiel Werder Bremen gegen FC Bayern München. Augsburg gegen Mainz. Hoffenheim empfängt Hamburger Sportverein. Frankfurt will was gut machen gegen Paderborn. Das Topspiel um 18.30 Uhr. Dortmund gegen den 1. FC Köln. Und die Sonntagsspiele Wolfsburg gegen Freiburg und Gladbach gegen Hannover 96. Und unser Live-Spiel, der Knaller, SV Werder Bremen gegen FC Bayern München. Wenn ihr das komplette Spiel sehen wollt, jetzt hier draufklicken. Dann kommt ihr zu dem ungeschnittenen Superspiel, das circa 30 Minuten lang geht. Jetzt viel Spaß mit alle Tore, alle Spiele des 25. orakelisierten Spieltags. Die heutige Begegnung Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart. Er stammt aus Großbritannien, der Fußball, ist in seiner heutigen Form über 160 Jahre alt, aber irgendwie immer noch faszinierend wie am ersten Tag. Manni, für mich ist das die Kombination aus überschaubarem Regelwerk und nahezu unbegrenzten Möglichkeiten auf dem Feld. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Sakai. Herrliche Flanke. Ja, wenn er jetzt mal ein Kopf größer gewesen wäre. Oder auch zwei, Manni, denn an dem kann er nicht rankommen. Da muss er 40 cm größer sein. Jetzt ins Tor. Leider kein Tor in der ersten Hälfte, aber ich bleibe Optimist. Das wird sich im zweiten Durchgang ändern. Wir wollen Aktion sehen, wir wollen Tore sehen, nichts davon. Nee, also ich bin, das gibt's auch. Ich bin fast sprachlos. Das ist ja gar nichts. Sakai. Und nun Christian Gentner. Achtung, jetzt! Und so einfach war der Ball gar nicht zu halten. Super Flanke. El Arabi. Das spürt man sofort. Das Unentschieden reicht ihnen nicht. Jungmin Son. Das Tor! Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive. Raus auf den Flügel. Das ist ein ganz einfacher Ball. Da sagt der Torhüter: Danke. Schwab. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Kämpferisch ohne Fehl und Tadel. Sie wollen unbedingt noch den Ausgleich.
Sie liegen in Führung, aber es gibt noch mal frischen Schwung in Form einer Auswechslung. Der Trainer von Bayer Leverkusen kann zufrieden sein. Sein Team war heute erfolgreich. Heute heißt es also 1899 Hoffenheim gegen den HSV. Ja, da kann sich der Torhüter bei ihm bedanken, dass dieser Ball nicht durchkam. Das hat er klasse gemacht. Rudi. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Sofort abgezogen und hier im Stadion waren schon viele aufgesprungen, die dachten, der Ball sei drin. Nichts da, der Keeper ist noch rechtzeitig zur Stelle. Null, das ist das Ergebnis zur Pause, aber das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Jetzt gähn hier nicht rum, Buschi, sag mir lieber deinen Eindruck der ersten 45 Minuten. Den gähn ich dir, denn genauso war das Spiel. Jansen. Maxi Beister. Geht er rein? Mein lieber Mann, den hat er klasse gehalten und dann hält er den Ball auch noch fest. Roberto Firmino. Jetzt schießt er und... Oh, da ist noch alles drin. Geh doch über links, Junge. Van der Vaart. Stieber. Jetzt zieht er ab. Und jetzt haben sie es. Das Tor. Dafür bin ich im Stadion. Was für ein Tor. Überragend und vor allem die Vorarbeit habe ich selten gesehen. Das Ganze jetzt noch mal von einer anderen Kamera eingefangen. Danke an die Regie. Schluss, aus, Ende. Das Spiel ist gelaufen. Und heute heißt es also Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln. Übrigens, wenn professionelle Analysten mit Videos arbeiten, da wird viel mehr in der Totalen geguckt als bei einer Fernsehübertragung. Ja, sieht er das denn nicht? Die linke Seite ist frei. Ja, tolle Chance. Der könnte passen. Was für eine klasse Tat. Und wir werden einen Eckball sehen für die Dortmunder Borussen. Logisch, das muss Eckball geben. Ja, das war ja auch genau auf den Torwart gezielt. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Es steht 0:0 zur Pause. Und jetzt hoffen wir auf die Offensivspieler beider Mannschaft. Also das war ja wohl gar nichts in der ersten Halbzeit. Nee, also ich bin auch total enttäuscht. Keine Torraumszenen, viel taktisches Geplänkel, kein Tempo drin, gar nichts. Jetzt hat er den Platz, den er braucht. Jetzt schießt er und... Gündogan. Die Kollegen helfen ihm schön. Kagawa. Oh! Die geben sich mit diesem lachhaften Unentschieden nicht zufrieden. Die wollen in Führung gehen, das merkt man. Oh.
Subotic. Elfmeter. Keine Diskussion. Elfmeter. Gelb oder Rot? Er gibt Gelb. Und das ist glücklich, 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 denn das war aus meiner Sicht ein Platzverweis. Oh, da sieht man erst richtig, wie er ihm da in die Knochen geht. Furchtbar. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Jetzt also die Auswechslung. Das gute Recht des Trainers, noch mal was Neues auszuprobieren. Vielleicht gibt es hier doch noch den entscheidenden Treffer. Wie eine Hundeschnauze. Super. Gute Nerven. Immer eine heikle Sache, so ein Elber. Aber er hat es geschafft. Wirklich souverän gemacht. Auch auf diesem Niveau. Nicht selbstverständlich. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal betrachten. Diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Blaschikowski. Und diese Flanke ist was für Aubameyang. Torwart treibt seine Vorderleute an. Er will einen langen Ball spielen. Und wenn das noch was werden soll, dann müssen sie auf ihn hören. Freude in Schwarz und in Gelb, denn der BVB hat das Spiel gewonnen. Und so könnte der 25. Spieltag am 13. bis 15. März ausgehen. Das Freitagabendspiel Leverkusen gegen Stuttgart 1:0. Hertha muss sich zu Hause gegen Schalke 1:2 geschlagen geben. Das Live-Spiel, richtig gut war das. Werder Bremen gegen Bayern München 1:1. Augsburg Mainz 0:0. Hoffenheim verliert gegen Hamburg 0:1. Frankfurt schlägt Paderborn 4:2. Dortmund 1:0 gegen den 1. FC Köln. Wolfsburg schlägt die Freiburger am Sonntag 3:1. Und Gladbach Hannover 1:1. Ja, viele 1:0s an diesem Orakel-Spieltag. Jetzt schauen wir mal auf die Orakel-Tabelle. Und wir sehen Bayern natürlich noch oben, aber ein bisschen den Vorsprung hergegeben. Mit gerade 2 Punkten ist Wolfsburg wieder rangekommen. Gladbach auf Platz 3 mit 42 Punkten. Leverkusen hat auch 42 Punkte, aber eine Tordifferenz weniger. Unten im Abstieg Stuttgart bleibt unten, Freiburg auch mit direktem Abstieg und Paderborn Relegationsplatz. Im Vergleich sehen wir jetzt, linke Seite ist die echte Tabelle vom 24. Spieltag. Rechts sehen wir die Orakel-Tabelle vom schon 25. Spieltag. Und da könnt ihr sehen, den Unterschied wird es keinen großen geben. Oben eigentlich gar nicht, nur jeder macht so seine Pünktchen. Leverkusen kommt halt ran an Gladbach. Und unten hat sich auch nichts geändert. Laterne bleibt bei Stuttgart, Freiburg, Paderborn. Da unten Hertha fällt runter, weil Hamburg schlägt Hoffenheim. Es wird also spannend. Vielen Dank fürs Zuschauen, Abonnieren, Twitter, Facebook, alles gibt's jetzt. Ich freue mich auch schon auf den nächsten Mittwoch und auch, wie dieser 25. Spieltag ausgehen wird. Bis dahin, tschüss!